Simulator, herzlich willkommen zurück zum Bus Simulator. Und wir sind immer noch dran. Wir haben alle Routen jetzt aufgebaut. Ich gucke jetzt gerade noch mal, ob wir die jetzt tatsächlich noch drin haben. Ich habe das Spiel wieder neu starten müssen, weil ich schon ein bisschen was erledigt hatte. So, jetzt geht's aber weiter. Und wir wollen jetzt, wo es bis Forts losgeht, noch was Schönes kaufen. Da wir noch Busse übrig haben, brauchen wir jetzt nicht noch unseren Bus zu verplanen. Während wir natürlich jetzt weitermachen, fahren natürlich die NPCs die Routen ab. Aber mein Ziel ist es heute, uns zwei kleine Schätzchen zu kaufen, die ich auf dich so lange gewartet habe. Der erste, den wir holen, ist dieser kleine, dieses Schätzchen hier, ein Scania. Nee, es ist Rico. Warte mal. Soll ich jetzt was anderes machen? Ganz anders geplant eigentlich. Genau. Scania. Ach, den gibt es gar nicht als Gelenkbus. Okay, dann habe ich die ganze Zeit vertan. Naja, schade. Ja, nehmen wir trotzdem. Weil ich glaube, der fehlt es noch als einziger so ein bisschen. Den kaufen wir auf alle Fälle und dann kaufen wir noch was anderes. Jo. So, und das heißt, als anderes da kaufen wir. Ein anderes kleines Schätzchen, was ich unbedingt noch haben wollte. Warum darf ich nicht? Jetzt. Ja. Schade, dass ich den nicht den Scania nicht noch kaufen kann. Als dass es den nicht als Gelenkbus gibt. Den gibt es nämlich nur als City Ride, also als Langbus. Aber ein anderes Fahrzeug, das wir noch haben wollen. Ja, der gute alte London Bus, der Doppelschockbus, der fehlt uns nämlich noch auf der. Der fährt uns noch hier, der gute rote Bus. Und dann müssten wir sie eigentlich alle haben. Soweit ich das jetzt richtig geplant habe. Juhu! Wir haben's. So. Zweimal so viel Spaß. Ja, wir haben einen Doppelschockbus jetzt gekauft. So. Indigo Hill Seaview. Dann plane ich hier nämlich nicht den Citaro ein, sondern den Doppelschockbus hier. Den möchte ich nämlich gerne mal da. Obwohl, warte mal, nee, den haben wir auf die komplette, auf die ganze Route. Den haben wir auf die große Route. Falls ein Fahrzeug. Das, genau, das sind nämlich die ganzen nicht zugewiesenen Fahrzeuge, die wir hier haben. Das heißt, der fährt auf der. Ja, bitte. So, auf der Rundfahrt. Nehmen wir den Scania hier raus. Da kommt der Doppelschockbus sogar zu Gelte. Exit View.
So. Wir haben ja jetzt mehr als genug Busse. So. Du kriegst noch einen Hauptzeitbus. Du darfst aber eigentlich schon. Ach ja, hier unten. So, da kriegst du noch einen Hauptverkehrszeitbus. Scania Cityride. Ich guck mal gerade, ob wir noch irgendwie eine Route haben, wo wir ein bisschen Kohle reinbrauchen. Ich muss ja Busse dazu planen. Du verdienst natürlich nichts an Eintrag. Auf Vergesszeit. So. Ach so, der BRD hat er das sagen. Und keine Busse ungerührt da, wo steht zu lassen, sondern baue ich sie, nehme ich sie jetzt mit. So, was machen wir denn heute? Eine perfekt ausgeglichene Route wäre in der Hauptverkehrszeit in einem Stadtteil Stufe 5 oder höher. Oder reiche heute zufrieden von 4,5 Sternen. Na gut, dann machen wir das doch. Jetzt müsste ich doch wieder ein bisschen ausplanen, weil haben wir denn noch 151.000. Da können wir doch mal einen Dings kaufen. Kaufen wir doch mal. So. Wir kaufen noch einen weiteren Bus, weil ich Spaß dran habe, gerade an der Sache. Weil mit dem hier fahren wir nämlich jetzt ein bisschen. Fahren wir nämlich. So, der fährt jetzt der Doppelstock die komplette Route ab. Jo, das war jetzt ein bisschen riskant, aber wir kriegen ja noch, wir nehmen ein bisschen Geld ein. So, gut. Während der Verkehrszeit in einem Stadtteil mit Stufe 5 oder höher, der reicht Zufriedenheit von 4,5 Sternen. Na denn. Wir müssen ja nicht. Wir brauchen ja nur die Stadtteile. Die Kunden hier brauchen wir ja nicht mit reinnehmen. Warte mal, hier ist, haben wir immer noch eine Stufe 5 Stadt? Außer Lake West Oakwood? Ich mach das jetzt ziemlich bewusst. Ne? Observatory. West Forest Road. Poppy's Rest. Poppy's Rest. Grady's Stop. Gut. Dann hoffe ich, dass ich jetzt alles drin habe.
Route 24. Stufe 5. Route 5. Übernehmen. Nö, brauche ich jetzt nicht. Ich muss jetzt ja nur fahren. Ich weiß, dass sie auch keine Nachfrage ist. Mir auch tatsächlich egal gerade. Ach nein, perfekt ausgeglichene Route. Ah, warte mal. Das habe ich jetzt so spät gesehen. Warte mal. Ah, Route erstellen. Während der Hauptverkehrszeit. Ja, während der Hauptverkehrszeit. So. Gut. Das heißt, West West. Main Avenue, East 3rd Street. West Oakwood Heights, Florida Avenue. West 3rd Street. Nein, im Stadtteil. Ich brauche die aber tagsüber fahren. King Street. Warte mal, das ist ja. Das ist ja alles. Das ist ja. Ist das morgens oder ist das jetzt? Warte mal, muss ich jetzt. Ich kann hier auch. Warte mal, habe ich hier was. Was ist denn hier unten noch nachts? Ja, da müssen wir die. Oh, das ist jetzt nicht ganz einfach, doch nicht so einfach, wie ich es jetzt eigentlich gedacht hätte. Okay. Müssen wir eigentlich nur ein bisschen Glück haben. Ich fahre jetzt die drei. Dann brauche ich eigentlich nur noch eine grüne in der Nacht. Tschüss. Ich brauche eine. Oh, ey. So einfach ist das gar nicht. Okay. Das sind ja jetzt. Ich brauche ja vier Haltestellen, ne? Das ist das Problem an der Sache. Ich muss ja nach Hauptverkehrszeit fahren, das ist das Problem an der Sache. Das ist jetzt einmal. Das ist ja das Problem, dass ich die morgens habe. Und die anderen habe ich tagsüber. Das ist das Problem an der Sache. Ich habe natürlich auch nicht so alles. Warte mal, habe ich ja, aber wie viel sind noch andere Packets? Kann ich hier nicht? Ne, kann ich nicht, ne? Hallo, Pack ist doch nicht ganz hoch. Das ist auch noch nicht so ganz hoch, wie ich das gerne hätte. Eine Stadtteil mit Stufe 5. Eine perfekt ausgeglichene Route, na, während ihrer Hauptverkehrszeit. In einem Stadtteil mit Stufe 5 oder höher. Gut, kann ich theoretisch. Aber selbst Timberridge hat noch nicht mal die Hauptverkehrszeit hier komplett. Ich könnte die jetzt sagen, ja, ich fahre die. Warte mal. Kriege ich die nicht hin? Nee, ne? Nee, ist es nicht. West Forest Road. Poppy's Rest. Ah. Grady Stop. Grady Stop.
So. Silver Park South, Silver Park East. Powder Street. Ist aber das einzige. Habe ich noch nicht alles? Was habe ich noch nicht auf der Stufe 5? Serie habe ich. Oh gut. Ja, das ist das Problem, ne? Ich habe zweimal tagsüber. Ich brauche jetzt. West 3rd Street. Florida Avenue. West 3rd Street. Florida Avenue. West Oakwood High Street. West 3rd Street. West 3rd Street. Ärger mich gerade. West 3rd Street. Schwer ist es. Weil du nur leider nur zwei Stadtteile hast. West 3rd Florida Avenue. East 3rd Street. Main Avenue. Chinatown South. Chinatown East 3rd Street. Florida Marina. Die Frage ist, wird sie passen? Aber ich brauche. West 3rd Street. Florida Avenue. Nimitz. East Main Avenue. East 3rd Street. Ich versuche was. Vielleicht klappt's ja. St. Anthony Church. Sagt er nur eine Route, eine muss ja. Poppy's Rest, West Forest Road. Viermal das. Das ist jetzt alles tagsüber. Seaview Beach. Seaview Beach. Ich brauche viermal grün tagsüber. Was ist mit den beiden hier? Auch nicht Pecunia. Powder Street. Was ist hier unten? Alles tagsüber. North Folsom Street. Boah, ist das schlimm gerade. Hillside Stop. West Forest Road. Poppy's Rest. Grady Stop. Grady Stop. Ich brauche ja fast alles tagsüber, ne? Und ich habe nicht allzu viel tagsüber. Höchstens hier. Aber da ist auch nicht allzu viel Grün dabei. Zwei Grüne dabei. Ja, da müssen wir es halt versuchen, so zu machen. Poppy's Rest. Grady Stop. Da müssen wir es halt über Gold Island machen. Old Silo. Island Tourist Center. West Cove. So, die Frage ist, müssen wir das machen? Können wir das so machen? Reicht uns auf jeden Fall für perfekt ausgewählte Hauptstadt in einem während ihrer Hauptverkehrs in einem Stadtteil mit Stufe 5 oder höher. Ja, ich muss denken, so verstehe ich das gerade. So, Route 24. Das ist ja nur diese zwei Haltestellen. Ich versuche es jetzt einfach gerade, ob ich die fahren kann. Vielleicht funktioniert die ja. Die ist es nicht. So. So, Zitaro K. Einer muss ja. Einer ist ja gar nicht nachgewiesen. Ist ja gar nicht zugewiesen, oder? So, ich hab mal rüber zu Poppy's West, das ist hier unten. East. Grady Stop. Poppy's Rest. Poppy's Rest. So, Schnellreise. Ich versuche es jetzt, ob es funktioniert. Vielleicht schafft es. Vielleicht kann ich ja hier mit einer Mission damit abschließen schon mal.
Wir müssen sie stückeweise abschließen. Poppy's Rest. Poppy's Rest. So, Route wählen. Mercedes, wo haben wir sie denn? Hier. So, versuchen wir es einfach mal, ne, was hinkriegen. Aber jetzt was hinkriegen. Wir haben ihn ja richtig gehatet. Seniorenticket. Tageskarte. Es ist ja auch verkehrt, es ist ja mittags. Das war ja der Plan an der Sache, okay. Könnte funktionieren. Da sind natürlich jetzt einige Busse unterwegs. Der neue Bus macht echt was her. Oh, Glück. Grady Stop. Guck mal, was wir kriegen. Unser Ziel ist es ja, 4,5 Sterne zu bekommen. Das heißt, sprich, die komplette... So. Einfache. So. So, dann fahren wir runter. Nächste Haltestelle ist Gold Island Tourist Center. Wo ist denn der? Hier. Dann gebe ich es ja wieder außerplanmäßig. Aber mein Ziel ist es ja, wie gesagt, die auf 4,5 Sterne zu kriegen. Mindestens 4,5 Sterne. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen. So wie ich das verstanden habe, müssen wir eine Route aufbauen, ausgeglichen, Hauptverkehrszeit und Einschalter mit 5 muss drin sein. Und das haben wir ja bisher. Na? Mal gucken. Ich hoffe, das ist zu der Zeit her. Ich habe mich nicht jetzt auf die Zeit geachtet. Aber eigentlich müsste es 12 Uhr mittags, das sollte eigentlich von der Zeit her passen. Dann hätten wir zumindest den ersten Teil abgeschlossen. Das ist die finale Mission, die wir fahren müssen hier beim Bus Simulator. Schlimm wird jetzt sein, die ganzen Haltestellen, alle Haltestellen auf 5x5 auszubauen, alle Stoppteile auf 5x5 auszubauen. Das mache ich ja nebenbei, indem ich halt die Busse fahren lasse. Ich habe ja jede Route mindestens 2 Busse dabei. Naja, mal gucken. Oh, wo bleibt er denn? Jetzt. Wird doch grün. Komm. Nee, war richtig. Ich dachte mir, ich habe mich jetzt verfahren in der Einfahrt, aber es ist. Ich muss hier runter. Warum ich ausgerechnet Gold Islands gewählt habe, liegt einfach daran, dass ich nicht allzu viele Strecken habe mit Tagsüber als Hauptverkehrszeit. Das ist meistens alles entweder morgens oder Nacht. Aber ja, ich hoffe, dass es so funktioniert, dass er mir dann sagt, jo, passt. Wie gesagt, wir werden die Mission eh stückeweise angehen müssen.
Das ist jetzt halt keine Mission, die jetzt mal in einer Folge eben kurz erledigt ist. Das wird jetzt alles nach und nach passieren. In der letzten Folge haben wir ja mindestens eine Stunde gebraucht, um alle Routen auszubauen. Also ich habe jetzt insgesamt sieben Routen aufgebaut, die quasi mit allen Bussen verplant, dass wir jetzt verdienen jetzt verdienen wir auch kein Geld mehr. Jetzt wollen wir nämlich nur die. Jetzt wollen wir nämlich jetzt wollen wir nach und nach das Spiel zu Ende bringen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Wenn wir dann hier durch sind, wollen wir dann noch den anderen Stadtteil machen? Seaside Valley? Oder wollen wir mal was anderes angehen? Meine Idee wäre zum Beispiel den Car-Mechanik-Simulator zu zocken. Oder halt mal schauen, was anderes zu zocken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr Bock habt. Ich hätte Bock auf den Simulator. Oh, das wäre die Stelle Nummer 4. Aber könnt ihr ja mal schauen. Wer da so Bock drauf hättet. Also ich habe drei neue Busse jetzt gekauft. Den Scania gibt es nicht als Gelenkbus. Hier gibt es nur als Citywide, also als Lackenbus oder als kurze Variante. Die haben wir ja beide. Und wir haben tatsächlich schon aber den Eco als Gelenkbus gekauft, den ich haben wollte. Ich gesagt habe, den möchte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Und wir haben tatsächlich auch den Doppelschockbus gekauft. Der Doppelschockbus ist auf der Route 20 unterwegs. Das ist ich würde ja gern mal hier rauf wandern. Aber mit dem Bus ist es so komfortabel. Ja. Mit dem Gelenkbus. Das ist richtig. Danke, Position. Ich hoffe, dass das reicht. Eine Fahrkarte, bitte. So, also, einfache Fahrkarte. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte. So ist es richtig. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Danke. Schade, ich keine Scheine rausgeben kann. Ich kann meine Fahrkarte nirgends finden. So, jetzt kommen wir einige. Was ist denn da heute los? Beschleunigen wir das Ganze hier mal ein bisschen. So, Westcom ist die nächste Haltestelle. Und wenn wir ja schon mal gerade Zeit haben, bevor sie jetzt alle rausschüpfen, gehen wir mal eine Fahrkartenkontrolle. Wir haben über 7 Minuten Zeit. Hier. Zack. Hat sich schon mal hier gelohnt? Ein Schwarzfahrer haben wir schon mal. Hier ist sie. Hier, bitte. Moin. Fahrkarte. Ja, ich meine Fahrkarte. Ja. Kann man nicht anfassen. Ich komme direkt in meine Sammlung. Oh, noch einer. Warum fragen Sie mich denn schon wieder? Ja, ich wollte eigentlich dir hier fragen. Oh, 3 Stück insgesamt. Hier ist sie. Nochmal. 3 Fahrgäste mit einem ungültigen Fahrschein. Das heißt, es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und ja, tatsächlich. Meine PlayStation ist jetzt schön leise. Es war auch in den letzten Folgen mal ein bisschen mal zu hören, dass die relativ laut ist oder abgehoben ist. Nein, mittlerweile habe ich sie gemacht. Also ich habe sie jetzt sauber machen lassen, ich habe neue Thermalatasse drin, das heißt meine PlayStation ist wieder leise wie sonst was. Es funktioniert also wieder. Ihr werdet sie nicht mehr hören, zu schnell. So, der nächste hatte ich schon jetzt Westcoffee gesagt, das ist natürlich klar durch die. Und dann hoffen wir mal, dass wir tatsächlich den ersten Teil dieser Mega-Mission abschließen können.
Es muss leider alles ein bisschen. Muss alles leider gemacht werden. Ich schätze, Teil wird irgendwie so leider halten. Entschuldigung, würden Sie nochmal die Tür öffnen? Nö. Obwohl, wir müssen sie an, ne? Komm, wir halten sie einfach kurz an. Bremse. Weil, wenn ich ehrlich bin, das ist ja. Ich muss mich hier rechts jetzt halten. Jetzt. Das habt ihr jetzt selber gesehen, dass der jetzt mir weniger die Vorfahrt genommen hat. Dieses Mal haben sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt. Dieses Mal habe ich definitiv die richtige. Ich habe ja alle Fahrkarten jetzt erwischt. Aber wieder drei Stück insgesamt. Ich hoffe, dass mir das jetzt abgenommen wird. Jetzt muss ich doch mal halt einen Notplan erstellen. Haben wir noch ein paar Busse, glaube ich, die meine Busse. Ja, aber nicht, ja, glaube ich, alles ist verplant. So, hinten ist der Leuchtturm. Und das ist das. So, haben wir so erledigt die Mission oder nicht? Wir wissen jetzt gleich. Ne, haben wir noch nicht. Wir haben die 4,5 Sterne noch nicht. So, dann fahren wir noch mal rüber. So, ich setze mal die Zeit ein bisschen vorspulen. So, fahren wir nochmal die Route 24 mit Poppy's Rest. Die müssen wir jetzt nochmal fahren. So, Mercedes. Citaro K. So, Fahrerfenster erstellen. So, alle Mann. Ich glaube, du stehst auf der falschen Seite, oder Bus? Ja, natürlich. Haben wir die Möglichkeit zu drehen. Das Problem ist natürlich, dass jetzt die Autos hier stehen. Ja, da vorne ist eine Wiese. Da könnte ich drehen, weil ich muss hier einmal zurück. Ne, hier ist ein Parkplatz. Perfekt. So, dann fahren wir mal hin.
So. Nur hin, bitte. Moment. Danke. So. Mit den Einnahmen geht das relativ zügig. Ich hoffe, dass wir das genug haben. So. Ja, der Weg nach Kodaira wird natürlich ein heftiger werden, der wird ein bisschen sich ziehen. Was kriegen wir überhaupt pro Zeittag mittlerweile? Ah, lohnt sich! 73.000 gerade. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte. So. Senioren-Ticket, Tageskarte, 2 Stück. Gesundheit. Ich dachte, wir kotzen jetzt gerade voll einen Bus. Ich habe die Zeit natürlich ein bisschen vorgestellt. Also jetzt müssen wir also hinter das mal anstellen. Wäre dann ein bisschen blöder, aber naja, nicht änderbar. Das hier, das ist ja pro Folge zumindest eine Mission hinzukriegen. Zumindest die zwei kleinen. Dass Kuhn da gerade die Straße überquert. In der nächsten Folge wollen wir dann mal die ganz große angehen. Da müssen wir nämlich schaffen, dass wir die auf Versterne, dass wir die, glaube ich, auf eine relativ gute Zufriedenheit kriegen. Wobei ich die ganz große dann die nochmal die gute große Route fahren, aber die werde ich 2 Folgen schneiden. Also machen. Oh, das hat sie gemeint. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir es heute hinkriegen. Jetzt fehlt halt ein gefühlten halber Stern. Übrigens ist irgendwo ein Fahrgast eingepennt, ich weiß nicht wo. Na klar, hier, bitte. Oh, jawohl, ja. Ich muss sie verloren. Oh, direkt hinterher. Augenblick. Da, hier bitte. Hier ist sie. Es lohnt sich gerade. Das waren jetzt, glaube ich, 4
Ist das zu fassen? Spring of Affection läuft erst seit letztem Jahr und hat schon 600 Folgen. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt... Das ist hier eigentlich jetzt die 4. Hier ist die... Doch, die 4. Das wäre eigentlich die letzte Anstelle. Das heißt, wir müssen jetzt einmal rum. Aber ist ja nicht so. Ich hab das alles... Ich hätte erstmal Best Kopf und dann das Tourist hinter mir kommen. Aber ist egal, alles gut. Du hast jetzt keine Leute umfahren. Ah, wir haben es doch relativ gut bisher durchbekommen. Aber es ist ja noch ein bisschen was zu tun. Also die 1,3 Millionen kriegen wir auch relativ zügig wieder zusammen. Halt. Danke. Hi. Hallo. Einfache Farbe. So. Eine Fahrkarte bitte. Gott sei Dank sind wir jetzt gerade nicht alle in den Bus gerannt. So, jetzt das ganze Spiel schon noch einmal. Jetzt fahren wir nämlich wieder hier außen rum. Aber dann. Ja, ich hätte auch so ein Stück zurücksetzen können, fällt mir gerade ein. Aber dann hätte es wieder Ärger gegeben. Dann heißt es wieder, du darfst wieder nicht. Wir halten uns diesmal ein bisschen an die Verkehrsregeln. Ich habe der mit dem Thema gesenkte Sau, das haben wir dann letztes Mal schon geschafft. Also ich glaube, das größte Problem wird werden, alle Haltestellen auf Stufe 5 auszubauen. Moin. Jetzt haben wir ja alles richtig. Wir haben ja keine Geschwindigkeitsübertretung, wir haben keine Fehler gemacht. Ich hoffe, dass wir es auch anders recht auf die Links, aber dann wüsste ich halt nicht weiter. Ansonsten müssen wir die Mission erstmal hinten sein. Dann können wir was anderes machen, weil. Wenn wir mindestens einen Stadtteil brauchen. Was ist jetzt? Thank you.
Ja, perfekt. 87. Da wird sich falsch gemacht eigentlich. Ja, der Blinker gesetzt, okay. So. Ist jetzt noch irgendwie einer drin oder so? Das ist ein Leiterbus gewesen. Wir haben sie. Aber noch nicht hier. Aber noch nicht die Mission. Aber noch nicht die Mission. Das ist jetzt okay. Das ist ein bisschen blöder. Da fehlt es auch zwei. Oh, hier hinten, die halte ich ja, die hat das einen Stern. Oh, das ist das Problem. Fisherman Point. Ja, die anderen haben ja alle. Aber hier oben die noch nicht. Na dann, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann müssen wir tatsächlich noch ein bisschen was tun. Da sind einige dabei, wie gesagt. Es ist noch leider einige Einser dabei. Aber. Auch Indigo Hill. Muss alles gemacht werden erst noch. Puh. Bis wir hier mal irgendwann mit dem Spiel durch sind. Das wird eine ganze, ganze Weile. Ich habe jetzt noch nicht alles. Pecunia, wie sind wir da überhaupt aus mittlerweile? Da oben ist doch eine 5. So, Pecunia fehlen uns jetzt noch 5 Haltestellen. Dann hätten wir das Thema auch erledigt. Aber ich brauche halt. Wir brauchen halt noch ein bisschen Zeit. Ich habe leider noch keine. Die einzigen 5er sind halt die Timberwitch. Jetzt gehört leider noch nicht. West 3rd Street. West Oakwood. Das ärgert mich gerade. Fahrrad fällt ausgerichtet, gut während der Hauptverkehrszeit in einem Stadtteil. Bischof 5 oder höher, deine Streiche und Zufriedenheit. Das ist das Problem an der Sache. Gut, dann probieren wir es in der nächsten Folge nochmal und dann schauen wir mal, was wir machen.